Als wir den 20-jährigen Stadl hatten, da bin ich, ich sage jetzt nicht den Namen, hinter dem Intendanten, der war mit einem Mann, bin ich rausgegangen durch eine schmale Passage und höre, wie er sagt, so, den Scheiß haben wir auch hinter uns. Wow. Und genau das wollte ich mir ersparen. Ich habe gesagt, okay, Silvester ist die letzte Sendung, dann ist für mich Schluss. Ich habe 1,5 Jahre gebraucht, das muss ich sagen, um mich von dem zu lösen. Ich glaube, das geht einem Banker so, das geht einem Arbeiter so, es geht jedem so. Und jetzt bin ich total weg und jetzt ist ja in wenigen Tagen das Jubiläum, das 30-jährige. Erstens mal bin ich nicht eingeladen, dorthin zu gehen. Warum nicht? Das ist die gute Frage. Ich bin weg vom Sender, vom ORF und bin eigentlich als Aussätziger geführt worden. Man hat mich nie angerufen. Der Stadl war 3-mal in Salzburg. Man hat mich nicht eingeladen, dorthin zu kommen. Und warum soll ich jetzt hingehen? Ich bin am Samstag bei einer Veranstaltung mit Rasti. Der hat bei 4.000 Bewerbern in Las Vegas den besten Elvis Presley-Verschnitt. Da gehen Sie hin. Da gehe ich hin. Aber wenn Sie sagen, ich habe 1,5 Jahre gebraucht und man hat mir das sozusagen weggenommen, man hat Ihnen die Droge weggenommen und Sie haben 1,5 Jahre gebraucht, um wieder clean zu werden? Natürlich, wenn du mit etwas 25 Jahre verbunden bist. Ich habe den Stadl erfunden. Ich habe den Stadl ausgebaut und ich habe wirklich die große Musikshow daraus gemacht. Und wenn du das 25 Jahre machst und von einem Tag auf den anderen bist du weg, dann kann man keiner sagen, ich sage, jeder, der irgendwas macht, wird noch warm sein für das Produkt. Und das dauert seine Zeit. Und ich habe mir den ersten Stadl mit Andy Borg angeschaut. Ich bin mit Andy Borg seit über 25 Jahren befreundet. Dann haben wir eine Stunde lang telefoniert. Ich habe ihm gewisse Sachen gesagt, was er nicht machen soll. Und seitdem, ich schwöre, ich habe mir keine Sendung mehr angeschaut. Lebt ganz gut. Aber